Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Projekt und wir spielen The Simpsons Hit and Run. Ja, und wie man wahrscheinlich schon an dem Intro gemerkt haben könnte, handelt es sich hier um die Simpsons. Allein schon, wie man sieht, wie Homer hier rumliegt. Ja, und draußen läuft Abe rum. So, dann wollen wir mal gucken. Hier kann man Bonusspiele spielen. Werde ich vielleicht auch mal später zeigen. Hier können wir dann unser Abenteuer starten. Hier können wir weiterspielen, weil ich schon ein paar Mal gespielt habe. Hier können wir einen alten Speicherstand laden. Hier können wir das Sammelalbum angucken. Dieser Button da unten zeigt an, dass ich jedenfalls auf diesem Spielstand schon zu 100% fertig bin. Ja, hier sieht man es gut, 100%. Und ich möchte eigentlich versuchen, es in diesem Let's Play genauso zu tun. Also kann ich mich natürlich schnell wieder umentscheiden, aber ich gucke mal, ob ich schaffe, dieses Spiel zu 100% zu spielen. So, hier können wir Optionen auswählen. Ja. Total Simpsons typisch mit Donuts und Fernbedienung. Ein Controller. Also es ist ein Gamecube-Spiel, wie man hier schon sieht, deswegen... ist halt ein Gamecube-Controller. Sound. Ja, ich habe alles auf Hälfte, das müsste eigentlich... Ja, sollte eigentlich in Ordnung sein, alles. Hier kann man Filme ansehen. Falls ich nämlich das letzte nicht schaffen sollte, und das ist wirklich sehr schwer, kann ich euch einfach dann den Film zeigen. Aber naja, wird man halt dann sehen. Und hier kann man sich schon mal die Credits angucken, aber die werden am Ende des Spiels auch nochmal kommen. So, dann würde ich mal sagen, ohne weitere Vorreden, fangen wir jetzt einfach mal ein neues Spiel an. Beim Neustart gehen alle von die Beine. Moment. Ach ja, stimmt. Wäre auch egal, also das Spiel ist so leicht. Hey, hey Kinder! Ich werbe für eine neue Cola! Und diesmal ist sie sicherlich nicht giftig. Soweit es uns bekannt ist. Die neue, verbesserte Bass-Cola wird nur aus feinstem Zucker und Wasser hergestellt. Zudem enthält sie eine besondere Zutat, zu diffizil für die Kontrollbehörde, die in euch die Energie weckt, die ihr braucht, um all den jämmerlichen Kram zu erledigen, der von euch verlangt wird. Probiert die neue und verbesserte Bass-Cola. Cola muss Bass-Cola haben. Ja, ich... Tut mir leid, dass ich jetzt einfach ohne Vorreden verstummt bin, aber bei Cutscenes möchte ich gerne ruhig sein. Damit ihr das besser genießen könnt. Ich glaube, gleich sagt Marge nochmal was. Okay, Spieler 1. Homer. Ich meine Homer. Verwende den Control-Stick, um herumzugehen. Drück den A-Knopf, um zu springen. Und halte den X-Knopf gedrückt, um zu rennen. Wenn du gerade in der Luft bist, kannst du auch noch einmal A drücken für einen Extra-Kick. Ja, eigentlich weiß ich die Steuerung noch, aber ich dachte, es gehört zu einem Let's Play dazu, dass das auch nochmal gezeigt wird. So, jetzt bin ich gar nicht auf die Zeitung eingegangen, die gerade gezeigt wurde. Da stand ja irgendwas von, eine Studie hat ergeben, 90% aller Spiele fangen mit einfachem Tutorial-Level an. Das ist eigentlich ganz witzig, da wird immer zu was gesagt bei jedem Levelwechsel. So, größtenteils ist Sinn des Spiels... Ja, kann ich jetzt gar nicht... Hui! Gehirn mag alles, was funkelt. Ja, super! Diese glitzernden Dinger heißen Münzen. Immer wenn du genug davon eingesammelt hast, bekommst du eine coole Überraschung. Wow. Also Sinn des Spiels ist an sich eigentlich, sozusagen die Tage zu überleben bis zum letzten Tag. Das wird dann Halloween sein. Ja, und zwischendurch passieren noch allerhand andere Sachen. Aber die möchte ich jetzt noch nicht erwähnen, weil spoilern will ich jetzt nicht. So, es gibt halt einerseits die Münzen hier einzusammeln. Später kann man sich auch was dann dafür kaufen. Mehrere davon sind in allen Leveln verteilt und kleine Überraschungen sind jedes Mal darin versteckt. Schau vielleicht auch mehrmals vorbei, um sicherzugehen, dass du nichts verpasst hast. Ja, das wollte ich gerade sagen. Da gibt es hier noch solche Gags, wie sie das nennen. Ja, kann man sich halt an sowas dranstellen, Y drücken. Ja, fällt zusammen und ich krieg eine Münze. Teilweise sind die ganz witzig, aber das hier jetzt gerade... Naja. So, dann gibt's hier noch... Kann man das hier nochmal machen?
Also das soll ja auch jeweils eine Anspielung sein auf eine bestimmte Folge. Das hier war eine Anspielung auf eine etwas ältere Folge. Ich glaube, das war die erste Simpsons of Treehouse Horror Folge, als sich Homer einen Burger gemacht hat. Dann ist ein richtiger Atompilz draus geworden. Das hier weiß ich gerade nicht. Ey, Münze. Okay. Dann kann man hier ins Menü gucken. Einmal hier den Levelvorschritt. Ja, und dann kann man halt gucken, was man schon alles gemacht hat. Gibt es halt hier die Story-Mission. Da muss man 6 machen, um weiterzukommen. Die 7. ist dann... Ach nee, gar nicht wahr. 7 sind Pflicht und eine Bonus-Mission. Ein Straßenrennen. Die mache ich allerdings erst später, weil das ist jetzt so gut wie unmöglich. Also gut, es ist möglich, aber es ist auf jeden Fall sehr schwer und kompliziert. Aber später bekommt man noch bessere Wagen, da ist es einfacher. Sammelkarten, da haben wir eben eine gesehen, die werde ich auch alle einsammeln, da weiß ich so gut wie alle aus dem Kopf. Kleidung der Figuren, ja, das ist das, was man sich halt kaufen kann. Fahrzeuge, na, das ist unterschiedlich, wie man die bekommt. Und Wespenkameras, da gibt's, wie man im Intro gesehen hat, fliegen 20 in jedem Level rum und die muss man halt zerstören. Und dann gibt's halt die Gags. Da hatten wir gerade 3, davon gibt's halt in diesem Level 15. Und wenn wir alles haben, steht halt da unten 100%. Wer hätte es gedacht? Dann wollen wir mal gucken, wie viel wir schon beim ersten Durchlauf dieses Levels machen. So wird das gemacht, Psycho. Und so fing alles an. Ja, dieses Spiel erinnert sehr stark an GTA. Deswegen ist unten rechts auch diese Anzeige. Wenn die gelbe Anzeige voll ist, Moment, werde ich von der Polizei verfolgt. Also Chief Wiggum. Dann wollen wir schon mal die erste Karte einsammeln. Das ist mal übrigens Badzimmer. Diese Sammelkarten sind in ganz Springfield versteckt. Finde die anderen und du bekommst einen Preis. Wenn du dir die Karten genauer anschauen willst, kannst du sie im Pausemenü sehen. Aber halt deine verknorpelten Frostfinger von ihnen fern. Mhm. Werde ich vielleicht auch mal am Ende alle nochmal genauer zeigen. Tja. Wollen wir jetzt wenigstens nochmal die erste Mission angehen? Man muss sowieso... mit ganz vielen Leuten sprechen und auch überall mal gewesen sein, um die 100% zu erreichen. Also, euch entgeht hier nichts. Homie, jemand hat sämtliche Desserts im Haus aufgegessen. Du musst in den Supermarkt fahren und dieses Eis mit Krokant kaufen. War bestimmt eins von unseren Kindern. Wahrscheinlich Milhouse. Ja, genau, Milhouse ist ja auch das Kind. Also hier wird die Mission angezeigt. Geh zum Quickie-Markt und kauf Eiscreme und Cola. Ja, das ist eigentlich kein Problem. Jetzt fahr ich euch platt. Steig in ein Fahrzeug. Kein Ding. Drück den Y-Knopf, um in den Wagen einzusteigen. Und lass dir nicht den ganzen Tag Zeit. Das ist schließlich nur das Tutorial. Also langsam nervt mich okay, aber schon. Okay, Muttersöhnchen. So fährst du diese Schrottlaube. Drück den A-Knopf, um Gas zu geben und verwende den Control-Stick zum Lenken. Der X-Knopf ist deine Bremse und dein Rückwärtsgang. Der B-Knopf ist die Handbremse. Wie eben in jedem Autofahrspiel. Jetzt aber los! Gut, zum Glück erklärt Bart in den nächsten Level nichts mehr. Da muss man aufpassen, man kann zwar die Leute umfahren, bringt nicht so viel, aber man darf es halt nicht übertreiben. Gut gemacht, Homer. Du bist der Beste. Schraubenschlüssel einsammeln, repariert dein Auto. Bart ist hier voll übermächtig. Immerzu hört man nur seine Stimme. Du kannst in bestimmte Gebäude reingehen, indem du den Y-Knopf drückst. Och, warum habe ich mich nur zu dieser blöden Spielanleitung überreden lassen? Langweilig! Aber richtig. Na toll, jetzt habe ich doch zu nah dran. Hier gibt es einfach noch so die Automaten. Die geben extrem viel Kohle. Oder auch Cola. Wortspiel. Mal gucken, ob ich jetzt überhaupt in den Quickie-Markt reinkomme. Ah, ich wusste es. Er denkt, ich will ins Auto. Gut. Aber jetzt. So, und hier treffen wir auch auf Apu. Aber allerdings werde ich hier erst nochmal nach ein paar Gags Ausschau halten. Ah, hier. Okay. Hier ist auch immer irgendjemand. Ja, die klauen gerade was. Ist das schon die Zukunft? Das ist halt Jasper, der
wird hier manchmal eingefroren. Und, oh, das gibt's hier noch gar nicht. Naja, kommt vielleicht später. Hier dachte ich, könnte mal Kleidung kaufen. Bevor wir mit Apu sprechen, will ich noch mal hier. Hey Apu, gib mir die Cola und dazu noch einen Eimer Eiscreme mit Krokant. Wo ist das Eis mit dem Krokant, das deine Frau heute Morgen gekauft hat? Ich hab's wahrscheinlich gegessen, aber ich kann mich nicht erinnern. Sammle das Eis und die Cola ein. Eigentlich müsste hier doch noch ein Gag sein. Ah genau, das wollte ich. Ach ja. Und hier sollte doch eigentlich auch noch... Ah ja, stiller Alarm aktiviert. Ausgezeichnet, Oma, Mission erfüllt. Jetzt geh nach Hause zum Mom, um die nächste Mission zu starten. Also gucken wir mal, was sollten wir noch in diesem Part schaffen? Zurück zum Marsch zu kommen. Ach, okay, da habe ich gerade noch was gesehen dabei. Darauf werde ich dann im nächsten Part eingehen. So, wollen wir mal auf direkten Weg zurückfahren. Und man kann sich... Die Vibrationen kribbeln in den Füßen. Man kann sich auch überhaupt nicht wirklich verfahren, weil... Ja, die Pfeile zeigen halt einem den Weg. Und wie man schon gerade gehört hat, nimm das. Sagen die Charaktere auch immer mal was zwischendurch. Super! So, jetzt nochmal. Romy, Lisa ist in die Schule gefahren und hat ihr Biologiemodell vergessen. Kannst du es ihr bringen? Muss ich wirklich? Du kannst es doch auf dem Weg zur Arbeit abliefern. Und ich muss auch noch arbeiten gehen? Tja, Homer hat's nicht leicht. Sei schneller als Rektor Skinner in der Schule und gib Lisa ihr Schulprojekt. Super! Ja, das würde ich sagen, machen wir dann im nächsten Part. Deswegen lassen wir das auch da so. Ach, übrigens möchte ich jetzt noch erwähnen, da es vielleicht die Frage aufkommen wird, dieses Projekt werde ich erstmal zur Überbrückung machen, da Banjo-Kazooie erst noch ein bisschen auf sich warten lässt. Ich hoffe allerdings, dass sich das auch bald legt. Daher wird erstmal The Simpsons Hit and Run kommen. Also ich hoffe, dieses Projekt macht euch Spaß und ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein. Also bis dann und ciao!